Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Sehr gerne möchte ich dich zu Folge 6 dieser Videoserie mit Geschichten zum Einschlafen einladen. Bevor es gleich losgeht, würde ich mich freuen, wenn du hier auf der sonnigen Ohrinsel kostenlosen All-Inclusive-Urlaub buchst, also diesen YouTube-Kanal abonnierst. Am besten mit Aktivierung der Abo-Glocke, um über neue Videos der Ohrinsel in Echtzeit informiert zu werden. Außerdem hilfst du uns damit, somit weitere Videos und Podcasts zu produzieren, die dir nicht nur Meditation zum Entspannen und Einschlafen schenken, sondern auch immer mal wieder Tipps und Gedanken für ein von der Sonne geküsstes Leben. Um jetzt direkt zur Geschichte zu springen, brauchst du einfach nur auf die Startzeit im Infotext zu diesem Video schauen, wo du auch die Links zu den Folgen 1 bis 5 findest. Klicke aber nur auf die Startzeit zur Geschichte, wenn du auf eine kleine, entspannte Meditation verzichten möchtest, die deinen Körper und deine Seele auf einen ruhigen und erholsamen Schlaf vorbereitet. Schön, dass du da bist, wäre etwas, was du zu Beginn dieser einleitenden Meditation zu dir selbst sagen könntest. Mach dir doch mal bewusst, wie schön es doch ist, dass du da bist, wo du jetzt gerade bist. Wahrscheinlich in deinem gemütlichen und warmen Bett oder auf einer bequemen Couch. Atme dieses dankbare Selbstgespräch mit jedem Atemzug ein und entlasse damit alle anstrengenden Gedanken aus deinem Kopf und sich über den Tag angesammelte Anspannung aus deinem Körper. Schön, dass du da bist und schön, dass es dich gibt. Könntest du auch deinem Körper sagen, der jeden Tag immer sein Bestes tut, damit er alles, so gut es geht, umsetzen kann, worum du ihn bittest? Und auch jetzt ist dein Körper für dich da, um dir ganz viel Entspannung zu schenken. Du kannst ihm dabei helfen, indem du deine Augen schließt. Schließe deine Augen und falls du deine Augen schon geschlossen hast, kannst du dir vorstellen, wie du deine Augen schließt. Was für ein Wunderwerk dein Körper ist, spürst du an deiner Atmung. Ganz wie von selbst sorgt dein Körper dafür, dass du ohne einen Gedanken daran verschwenden zu müssen, ein- und wieder ausatmest. Wenn noch störende Gedanken vorhanden sind, kannst du sie wie die weißen Schäfchenwolken am Himmel einfach vorbeiziehen lassen. Sie kommen und verschwinden so schnell, dass du eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, an sie zu denken. Aber denk doch mal darüber nach, dass die eine oder andere Wolke für einen kurzen Augenblick anhält und dich dazu einlädt, deinen Atem zu beobachten. Du wirst feststellen, dass du die Luft durch die Nase oder den Mund einatmest und auf demselben Wege auch wieder ausatmest. Du kannst deinen Atem auch in bestimmte Regionen deines Körpers lenken. Zum Beispiel in deinen Bauch, in deine Körpermitte,
Von dort aus kann er sich am besten in alle Bereiche ausbreiten. Spüre, wie dein Atem vollkommen gelöst und bereitwillig in deine Arme fließt, in deine Schultern, in deinen Rücken, über die Hüften, in die Beine, bis runter zu den Füßen, um dann auf dem Rückweg deinen Oberkörper weit macht und dann über einen ganz leicht geöffneten Mund noch mehr Anspannung entlässt. Das alles musst du nicht mit einem einzigen Atemzug spüren. Es reicht vollkommen, dass du weißt, dass dein Körper atmet. Ganz alleine. Und ganz wie von selbst. Du kannst, wenn du möchtest, eine Hand immer mal wieder auf eine andere Körperregion legen, um zu spüren, wie dort eine ganz leise und sanfte Atembewegung stattfindet. Leg doch mal eine Hand ganz entspannt dorthin, wo du vielleicht am wenigsten vermutest, deinen Atem spüren zu können. Zum Beispiel in den Schultern oder auf einem Oberschenkel. Dort, wo du jetzt im Moment ganz leicht und ohne Anstrengung hinkommst. Lass dabei folgende Worte eines buddhistischen Lehrers über deinen Geist, deine Seele berühren. Der Atem ist die Brücke, die das Leben mit dem Bewusstsein verbindet. Die Brücke, die deinen Körper mit deinen Gedanken verbindet. Wann immer dein Geist sich verliert, benutze deinen Atem, um die Verbindung herzustellen. Versuche dich im Alltag immer wieder daran zu erinnern, dass achtsames Atmen dein Anker im Hier und Jetzt ist. Und im Hier und Jetzt kannst du nun ganz entspannt in die folgende Geschichte eintauchen, die dir und deinem Körper hilft, nach und nach in einen tiefen Schlaf zu sinken und in deiner Seele Freiraum für positive Gedanken und Gefühle schafft. Es war ein langer Tag für Alexandra. Ein langer Tag, an dem sie aber früher als sonst zu Hause war. Ihre Katze Molly wachte entgegen ihrer Gewohnheiten 2 Stunden früher auf und gab ihr unmissverständlich zu verstehen, dass es Zeit ist, um zu frühstücken. Alexandra ließ sich bereitwillig darauf ein, den Tag mit der aufgehenden Sonne zu begrüßen. Nachdem sie ihre Katze mit frischem Futter und Wasser versorgt hatte, kam es ihr in den Sinn, dass sie, wo sie nun schon so früh wach war, auch ganz zeitig im Büro sein könnte.
In der Straßenbahn saß nur ein einziger weiterer Fahrgast und sie genoss es, während der Fahrt zu beobachten, wie die vorbeiziehende Stadt langsam erwachte. Während sie, doch noch etwas müde mit dem Kopf am Fenster lehnend, das noch sehr stille Geschehen in den Straßen beobachtete, erwachte in ihr die Erinnerung, wie sie früher im Sommer mit ihren Eltern in den Urlaub an die Ostsee gefahren ist. Um Staus auf den Autobahnen zu umgehen und zu vermeiden, wurden die Koffer schon am Vorabend ins Auto gepackt, sodass es morgens, spätestens um 5 Uhr, nach einer kurzen Katzenwäsche auch sofort losgehen konnte. Manchmal war sie noch so müde, dass ihr Vater sie direkt aus dem Bett in ihrem Schlafanzug und dem Kuschelkissen unter dem Arm auf den Rücksitz des Autos getragen hat. Sie war sich nicht sicher, ob ihr Gedächtnis sie trügt, aber sie ist der festen Überzeugung, dass sie immer dann aufgewacht ist, wenn im Radio dieses eine Lied lief, wo der Sänger davon singt, wie die Stadt erwacht. Möglicherweise gab es diese Situation auch nur ein einziges Mal, aber bei ihrem Flashback in die Vergangenheit gehört dieses Lied zum Beginn der Autofahrt in den Urlaub dazu. Aber wie heißt dieses Lied? Alexandra nahm ihr Handy und suchte in ihrer Musik-App nach Wörtern, die bei ihr hängen geblieben sind. Ganz sicher war sie sich, dass es bei dem Lied um Berlin geht. Und klar, dass Berlin erwacht. Also gab sie Berlin und erwacht als Suchbegriff ein. Unzählige Berlin-Lieder wurden ihr zum sofortigen Anhören angeboten. Mein Berlin, Berlin bei Nacht, das ist Berlin und, so ein Glück, Berlin erwacht. Sie steckte sich ihre Kopfhörer ans Ohr und musste schon bei den ersten Tönen enttäuscht feststellen, dass es nicht das Lied war, was sie gesucht hat. Es war sogar nur ein Instrumentaltitel, dessen Melodie auch nichts mit der Erinnerung aus ihrer Kindheit zu tun hat. Also weitersuchen. Ihr fiel der Titel »Wenn die Stadt erwacht« ins Auge. Aber auch dieses Lied war es nicht. Während sie in »Das ist Berlin« von Hildegard Knef reinhörte, tippte sie die Begriffe »Berlin« und »Berlin erwacht« in die Suchmaschinen-App und klickte auf das erste Ergebnis, ein Video mit dem Titel »Berlin erwacht«. Und schon der Anfang der Melodie des Liedes versetzte sie sofort zurück auf den Rücksitz im Auto ihrer Eltern. »Berlin erwacht«, ein Chanson von Bob Telden. Alexandra musste das Lied gleich dreimal hintereinander hören und versank so in ihren Erinnerungen, dass sie fast verpasst hätte, am Walter-Meri-Platz, der Haltestelle, an ihrem Arbeitsplatz auszusteigen. Wenn sie das nächste Mal ihre Eltern besucht, musste sie unbedingt daran denken, in der großen Schallplattensammlung ihres Vaters zu stöbern. Vielleicht findet sie das Lied ja dort, dachte sie. Bestimmt, überlegte sie weiter, wollen sich die Gäste, also ihre Gedanken in ihrer allabendlichen Talkshow, über das Thema Urlaubserinnerungen unterhalten. Auf jeden Fall, versprach sie sich selbst, muss die Sache mit dem wiederentdeckten Berlin-Lied in ihr Tagebuch, wo sie sich jeden Abend, kurz vor dem Schlafengehen, 5 Glücksgedanken aufschreibt. Ein durchaus aufbauender Gedanke war es, dass sie sich heute, am Abend, ohne Zwischenstopp im Bad auf direktem Wege ins Schlafzimmer begeben kann. Schon am Morgen hatte sie einen sehr konkreten Plan für die Tagesausklanggestaltung. Nach dem Abendessen wollte sie unbedingt mal wieder ein entspannendes Schaumbad nehmen, danach gleich Zähne putzen, um es sich dann mit einer kuscheligen Decke und einem schönen Film auf der Couch gemütlich zu machen. Ihr Nachbar hatte ihr vor ein paar Tagen eine Kiste mit DVDs geschenkt und erklärte ihr dazu, dass er diese Filme alle bereits gesehen hat und bei ihm nur einstauben würden. Beim Blick in diese Flimmerkiste befürchtete Alexandra aber auch, dass die Einstaubgefahr bei ihr genauso groß ist, denn die meisten Filme weckten nicht unbedingt ihr Interesse. Auf einer DVD stand »Vom Winde verweht«. Dieser Klassiker steht schon seit Ewigkeiten auf ihrer Liste mit Filmen, die man ja unbedingt mal gesehen haben sollte. Immerhin hat der Streifen damals, 1940,
8 Oscars erhalten. Was sie bislang aber abgeschreckt hat, ist die Länge von fast 4 Stunden. Sie hatte schon Probleme mit Filmen, die nur halb so lang waren. Probleme damit, dabei nicht einzuschlafen. Im Kino passiert ihr das nie. Aber zu Hause, so ihre Theorie, überfallen sie unsichtbare Schlafelfen, sobald sie es sich auf der Couch gemütlich gemacht hat. Dass nun vom Winde verweht in der Kiste von Anders, ihrem Nachbarn, war, ordnete sie in die Kategorie eindeutiger Wink mit dem berühmten Zaunpfahl ein, und so stand auf ihrer Abendagenda ein gemütlicher, von ihr aus auch sehr gerne langer Filmabend. Es war Freitag und sie konnte am nächsten Tag ausschlafen. Vielleicht sind die Schlafelfen heute mal anders drauf und besuchen zur Abwechslung ihren Nachbarn, grinste Alexandra mit einer leisen Hoffnung in sich rein. Regen. Lauter, prasselnder Regen, Blitz und Donner. Alexandra schreckte hoch. Sie brauchte ein paar Momente, um zu realisieren, dass die Geräusche und das helle Flackern aus dem Fernseher kamen. Sie schaute auf die Zeitanzeige vom DVD-Player und wunderte sich nicht, dass diese 1:31 anzeigte. Natürlich, dachte sie, meine persönlichen Schlafelfen haben mal wieder ganze Arbeit geleistet. Wann genau während des Films ihre wache Aufmerksamkeit sozusagen vom Winde verweht wurde und sie eingeschlafen ist, wusste sie nicht mehr. Sie konnte sich noch ganz vage an ein paar alte Tanten mit lustigen Frisuren und nicht minder lustigen Kopfbedeckungen erinnern, die auf so etwas wie einer Tanzveranstaltung waren und eine von ihnen ohnmächtig zu werden drohte. Das war wahrscheinlich der Moment, wo sie keine Macht mehr hatte, sich gegen die Zaubereien der Schlafelfen zu wehren. Alexandra fragte sich, ob sie es jemals schaffen würde, den Film komplett in einem Rutsch zu schauen. Möglicherweise war es in diesem Zusammenhang keine gute Idee, den Abend mit einem entspannenden Vollbad einzuleiten. Eventuell, so überlegte sie, müsste sie beim nächsten Versuch mit kleinen Tricks arbeiten. Ein paar gesunde Knabbereien könnten helfen, um die Schlafelfen, soweit es geht, auf Abstand zu halten. Für diesen Augenblick war sie aber viel zu schläfrig, um sich darüber Gedanken zu machen. Wie ferngesteuert stand sie von der Couch auf, ging ins Bad, drückte den letzten Rest der fruchtig schmeckenden Zahncreme auf die Zahnbürste, als ihr einfiel, dass sie das doch bereits vor dem eigentlich länger geplanten Filmabend erledigt hat. Aus reiner Gewohnheit putzte sie sich aber ein zweites Mal die Zähne am Abend und freute sich, dass sie nochmal die fruchtige Note der rosafarbenen Creme genießen konnte. Dann schenkte sie dem Badezimmerspiegel noch ein Lächeln, welches bereitwillig erwidert wurde, und legte sich ins Bett, wo sie, wie fast jeden Abend, auf ihre Katze Molly traf, die es sich dort schon traditionell ein bisschen früher gemütlich gemacht hat. Gerade als sie das Licht ausmachen wollte, um sich so schnell wie möglich ins Land der Träume zu begeben, hüpfte Molly aus dem Bett, um sich nur wenige Sekunden später an genau derselben Stelle wieder niederzulassen. Alexandra übersetzte das als kleines »Ich glaube, du hast da etwas vergessen« und blinzelte ihrer Katze ein liebevolles Dankeschön zu. Dann nahm sie ihr Glückstagebuch vom Nachttisch und verewigte an erster Stelle die wiedererwachte Kindheitserinnerung des Berlin-Liedes. Während sie versuchte, weitere schöne Erlebnisse des Tages auf der Leinwand hinter ihren geschlossenen Augen erscheinen zu lassen, meldete sich ein Talkshow-Gast zu Wort und zeigte ihr Bilder aus der Zeit, als sie noch mit ihren Eltern in den Urlaub fuhr. Angefangen bei der Autofahrt, die ihr immer unendlich lang vorkam,
über die langweiligen Spaziergänge, wenn kein Badewetter war, bis zu den Strandtagen, die im Gegensatz zu den teils verregneten Ausflügen immer viel zu kurz waren. Weißt du noch, hinderte sie ein kleiner Gedanke am Einschlafen, als du damals im Strandkorb eingeschlafen bist und davon geträumt hast, die Sandburg würde sich in ein großes Schloss verwandeln? Na, und ob ich das noch weiß, träumte sie sich ein Stückchen weiter in diese Erinnerung. Wie könnte ich das vergessen? Schließlich war ich die Königin, die in diesem Schloss gelebt hat, antwortete sie sich selbst und verlieh diesem Goldschatz aus ihrer Vergangenheit farbenfrohe Flügel. Wenn ich jetzt einschlafe, dachte sie, und aus den Bildern ein kleiner Film wird, dann entsteht daraus wohl ein Traum im Traum. Sie hat mal davon gehört, dass man lernen kann, klar zu träumen. Dass man an der Schwelle zwischen Wachsein und Schlafen alles erleben kann, was man sich vorstellt, dann aber weiß, dass man träumt. Sie begnügte sich aber für den Moment mit der sehr lebhaften Erinnerung des Strandkorbtraums aus ihrer Kindheit. Sie sah sich selbst in diesem riesigen Schloss, durch dessen große, kreisrunde Fenster man über den prächtigen Garten mit seinen 3 Meter hohen Sonnenblumen und dem großen Swimmingpool über den dahinterliegenden Wald bis zum Strand und dem angrenzenden Meer schauen konnte. Als Königin Alexandra die erste und einzige hat sie auch angeordnet, dass es nur noch Frühling und Sommer gibt und es lediglich frühmorgens und spätabends regnet. So konnte sie tagsüber schwimmen gehen und Eis essen. In diesem Traum veranlasste sie auch, dass noch viele weitere, größere Sandburgen gebaut werden, die sich dann in Häuser, Supermärkte und Restaurants für die Menschen, die in Ardnaxela lebten, verwandelten. Gebäude für Schulen gab es keine. Da am Tage immer die Sonne schien und es warm war, konnte der Unterricht draußen am Meer stattfinden. Die Kinder saßen zu zweit in Strandkörben und in den großen Pausen konnte man auf die lange Wasserrutsche, die in einem abgegrenzten, nicht so tiefen Teil des Meeres aufgebaut war. Zu essen brauchte man sich auch nichts mitbringen, denn es wuchsen große Mangobäume, Bananenstauden sowie allerlei Obst, Gemüse und Kräuterpflanzen im angrenzenden Garten. Im All-Inclusive-Fach lebendig lernten die Kinder auch, wie man Getreide anpflanzt, erntet, Regenwasser filtert, die richtige Zutatenmenge errechnet und nicht zu vergessen, leckere Gerichte zubereitet. Alexandras federleichte Gedankenreise durch den Strandkorbtraum ihrer eigenen kindlichen Version wurde immer bunter und lebendiger. Das hinderte ihren Körper aber nicht daran, mehr und mehr in einen tiefen und erholsamen Schlaf zu sinken. An vieles aus ihrer Nachtwanderung durch Visionen und Illusionen konnte sie sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern. Aber das hindert dich ja nicht daran, Alexandras Fantasie weiter auszumalen oder zu deinem ganz eigenen Traum werden zu lassen. Ich wünsche dir, dass du dich morgen früh an einen ruhigen Schlaf erinnern kannst, der dir für den neuen Tag Energie und positive Zuversicht geschenkt hat. Mein ganz persönlicher Wunsch zum Ende dieser Geschichte wäre noch, wenn du dich auch an folgende Worte erinnerst. Schön, dass es dich gibt.